Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Ja, wir sind jetzt hier in einer Lobby und ich bin noch nicht bereit, weil ich muss euch mal meine geilen Perks zeigen. Also ich habe jetzt unbeugsam den Perk von Bill, das heißt ich kann mich, wenn ich liege, selbst erholen. Das heißt, keiner muss mir aufhelfen, das hatte ich schon vorher, Selbstfürsorge. Dann botanisches Wissen Stufe 2, keine Ahnung, ob ich das vorher schon hatte. Also, wo ich zuletzt aufgenommen habe. Und den Entscheidungsschlag von Laurie. Oh mein Gott, der hilft mir immer wirklich. Schade, dass er aber nur einmal pro Runde geht. Und, keine Ahnung, was das ist. Brutale Stärke. Ja, keine Ahnung. Gucken wir als später. Ich würde sagen, wir rüsten uns jetzt mal schnell aus hier. Opfergabe. Was soll man denn opfern? Wir opfern einfach mal das hier. Und... ja, sind schon lange jetzt Level 50. Also ich habe offline ein bisschen viel gespielt. Deswegen bin ich euch schon so weit. Ja, nur ich weiß immer noch nicht, wie man diese höheren Perks bekommt. Zum Beispiel diese pinken oder keine Ahnung. Ich habe bis jetzt immer nur grüne. Was ist das? Ah, das ist gut. Okay. Wir können nicht weiter skillen, weil es anfängt. Die mussten jetzt bestimmt alle auf mich warten. So, was wurde denn jetzt hier alles geopfert? Das habe ich geopfert. 75% der Tapferkeit. Oh, Backwater-Sumpf. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich muss sagen, früher wollte ich ja nie zur Coldwind Farm. Aber mittlerweile habe ich irgendwie voll Bock da zu spielen. Weil letzte Zeit kommt auch voll oft Macmillan. Und keine Ahnung, das kann ich schon jetzt nicht mehr sehen. Am schlimmsten ist Kurtus brennen, ne? Da werde ich irgendwie gar nicht warm. Ja. Und der liebe Ladebildschirm, es ist so toll. Ach Gott. Wird geladen. Ich bin jetzt mal gespannt, welchen Killer wir haben. Ich hoffe nicht, Krankenschwester. Ich hoffe auch nicht Hexe. Ich hoffe auch nicht Michael. Das sind so die drei, die am krassesten sind, wie ich finde. Und ich hoffe auch nicht Kettensägenmann. Boah, ne, hab ich auch keinen Bock drauf. Von mir aus Fallensteller oder Geist. Obwohl eigentlich sind alle scheiße, wenn man jetzt so als Überlebender spielt. Alle haben irgendwas, was halt stark ist. Oh, Coldwind Farm. Geil. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen zu spielen. Es war jetzt Ostern, ich habe längere Zeit nicht gezockt. Und genau, ich habe irgendwie so einen Bug, ne? Ich bin immer dieses Mega-Opfer. Immer, wirklich. Schon seit 3 Wochen oder so. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wirklich, immer, in jeder Runde. Das ist wirklich komisch. Ich verstehe es nicht. So, wir helfen hier mal. Oder auch nicht. Oh, wir legen. Geil. Dann ist halt auch ein Kettensägenmann. Boah, richtig geil. Dann hat der uns auch noch schon direkt. Ey, ganz ehrlich, ne. Wieso spielen die, wenn es lag bei denen? Da liegt nämlich meistens am Killer. Oder immer. Verschwinde doch. Kein Bock, dass er seine Kettensäge rausholt, ehrlich. Ich hasse es. Guck mal, es lägt, ne? Das ist so eklig. Macht gar keinen Spaß, so zu spielen. Nein! Nein! Ja, geil, jetzt holt er seine scheiß Kettensäge raus. Hat er mich verloren? Boah. Ich kann ja keine Spuren lesen. Nee. Ne? Oh. Leute, ne, dieses Legen, ne? Ekelhaft. Ich sag's euch. Ekelhaft. Ekelhaft. So. Den Rest kann man mit Selbstheilung machen. Krass, ne, was dieses botanische System ausmacht. Hätte ich halt nicht dabei, würde man uns voll langsam heilen.
Zum Glück habe ich das mitgenommen. Ich finde es schade, dass man nur 4 Perks mitnehmen kann. Was soll man machen? Ich mach mal Totem. Ist ja eh hier alles am Legen. So, und dann gehen wir hier an den Generator. Ja, geil. Ich wollte dieses Ding da treffen. Ah, der ist eh beschäftigt. Okay. Boah, Leute, ne, dieses Legen, ne, das ist... Ich krieg Aggression. Ich glaube, ich gehe die Ulti schon Haken holen, ne? Da gehe ich selber drauf. Leckt so krass. Wir warten mal, ob jemand geht. Da hätte ich jetzt den einen Perk. Wo man dann alle sieht. Keiner geht hin. Vielleicht campt er auch, weil ich höre die Kettensäge. Ich weiß nicht. Bestimmt mein Todesurteil, wenn ich jetzt hinrenne. Erstens, es laggt richtig krass. Boah, viele Fähigkeitschecks kommen hier. Zweitens, der kämpft 100%. Wieso geht denn keiner dahin? Ich fühle mich jetzt irgendwie gezwungen zu gehen, ne? Meint ihr, ich soll den erstmal jetzt zu Ende machen? Ich habe keine Ahnung. Komm, ich gehe. Ich guck mal, ob der kämpft. Wenn der kämpft, gehe ich hier zurück. Ich merke das hier am Herzschlag. Kämmt sowieso. Ja, tschüss. Sorry, ne, aber es leckt richtig. Dann kämmt der noch. Nee. Ich bin froh, wenn ich aus dieser Runde raus bin, das sag ich. Da, der ist auch schon angeschlagen. Das würde ich nicht überleben mit Legs. Ja, geil. Versuch's hier ein paar Punkte mit dem Generator zu machen. Ich meine, wenn ich sie runterhole, ich auch genauso viele Punkte, aber das ist dann direkt mein Todesurteil. So, der immer wegrennen. Mit Legs. Hier ist der nächste. Gucken jetzt erstmal, ob der hier hinkommt. Mach erstmal Totem hier. Und da liegt die nächste. Ja, geil. Da muss ich dann doch echt sagen, macht gar keinen Spaß so zu spielen mit Legs. Man, der campt ja. Das regt mich gerade so auf, ne? Ich warte mal ein bisschen, vielleicht renne ich schlecht hin. Vielleicht rennt sie oder er ja jetzt hin. Wäre toll. Muss ich halt nicht machen. Ich würde es gerne machen, aber bei Camper plus Legs. Nee, danke. Hat die jetzt schon hier Dings gemacht? Pacert. Fluchtversuch. Ne, der ist da, das hat man gehört. Der hat ja jetzt hier mit der Kettensäge. Ja, sinnlos. Deswegen struggelt sie auch nicht weiter. Hätte aber machen können, damit wir hier mehr Zeit haben. Aber gut. Hätte ich aber wirklich auch nicht gemacht. Bei Camp habe ich dann auch keinen Bock zu spielen. Habe ich jetzt auch nicht wirklich, ne? Nur besser ein paar Punkte als gar keine. So, jetzt muss ich doch schon wieder wegrennen, schnell. Oh, oh mein Gott. Boah, diese Legs, ne? Ich krieg einen Anfall. Sieht doch die Blutspuren. Ich bin auch ein bisschen dull. So, hoffentlich sieht er mich nicht. Warten wir noch einen kleinen Moment. Ein Generator muss es ja nur noch sein.
Okay, wir gehen jetzt mal. Ich habe darauf gewartet, dass irgendjemand einen Generator macht. Kairos CP irgendwas. Vorsichtig muss ich jetzt sein. Was ist überhaupt der Ausgang? Oder wo sind die Ausgänge? Ja, gefragt. Mein Gott, er hat jetzt nicht normal. Ich krieg mal da. Kämmt doch noch ein Generator ab oder was? Wäre saugeil, sowas. Macht voll Spaß, ne? Ich finde keine Worte. In letzter Zeit mit Camper haben wieder echt zugenommen. Das geht mir echt auf den Sack, sowas. Das macht doch keinen Spaß. Das ist doch nicht der Sinn des Spiels. Boah, oder witzig ist auch, wenn man alle Haken sabotiert oder sehr viele, dann campen die. Nee, campen ist keine Funktion des Spiels. Man kann es zwar machen, aber so ist das Spiel eigentlich nicht. Also dafür ist das nicht gedacht, dass man campt. Das ist auch sinnlos. Macht doch keinen Spaß. Hä? Unnötig. Und Haken kann man halt sabotieren. Ist halt so. Boah. Muss der Killer halt irgendwie so lange machen, bis jemand im Keller kriegt. So sehe ich kein Verständnis mehr für campen. Ich meine, ich spiele auch manchmal Killer und da sind auch keine Haken da. Ja und? Dann camp ich doch nicht. Vom Campen bringt jetzt auch nicht viele Punkte, ne? Wenn du nur eine Person opferst, hast du auch nicht viele Punkte. Ah, sinnlos. Musste ich jetzt mal hier loswerden, ne? Ich traue mich nicht, hier wegzugehen. Einerseits denke ich mir, komm, die Runde ist eh scheiße. Bis jetzt. Obwohl, wir sind auch nicht gestorben, aber Lex und was weiß ich nicht, zwei Leute sind tot. Und ich bin immer mega Opfer. Immer. Andererseits denke ich mir, da kannst du doch nur überleben. Komm, wir helfen jetzt schnell. Entweder schaffen wir das oder nicht. Das ist auch ein Spiel. Komm, 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 komm. Nein! Fuck! Fuck, ich hasse diese Fähigkeitscheck. Direkt kommen. Ich hoffe mal trotzdem. Jawohl. Oh, jetzt lägt das schon wieder. Geil, jetzt kommt der bestimmt hier hin. Oh mein Gott, ich krieg die Krise. Das ist doch echt scheiße, sowas. Wo soll ich mich denn verstecken hier? Da. Schrecklich. Schrecklich ist das. Bei sowas krieg ich einen Film. Ich trau mich nicht zum Ausgang zu gehen, der campt da bestimmt. Da war der Ausgang, ne? Ich krabbel mal hin. Vielleicht ist der Camper auch AFK oder so. Ach, der Camper, der Killer. Oder auch Camper, ist ja auch ein Camper, ne? Mit seinen Legs, Alter. Geht ja mal gar nicht. Nee, wenn, dann warte ich, bis der hier hinkommt und wieder weggeht, weil so kann ja jeden Moment wieder hier hinkommen. Scheiß Vögel, die gehen mir auf und sag. Er kommt. Bitte nicht von hinten jetzt. Wo ist er? Ach du Scheiße. Wenn er jetzt von da kommt, ne? Ich heule. Boah, wo ist der denn? Ist der unfähig oder was ist hier los? Campt der jetzt hier? Boah, ich bräuchte so einen Perk, wo man den sehen kann. Gibt's ja. Hab ich sogar, glaube ich. Nein. Geh weg. Ich schwör, geh weg. Wenn er jetzt schon weggeht, direkt Ausgang aufmachen. Und schnell. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht.
von Kettensägen. Ein Schlag bist du tot. Okay, wir schaffen das doch. Wo ist die andere? Ich will jetzt nicht alleine rausgehen. Man weiß jetzt auch nicht, vielleicht steht die auch so am Ausgang wie ich und wartet. Vielleicht aber auch nicht. Warte einfach. Nicht, dass der Killer disconnected. Ach, da, sie kommt. Haha, jawohl, oh mein Gott. Wir haben überlebt. Trotz Lags. Trotz Camping. Ja, Leute, so scheiße es auch ist, aber wenn ein Killer campt, sollte man nicht retten gehen. Was für GG. Guck mal, 7000 Punkte. Hä? Alter, ist das dein Ernst? Ich wollte jetzt gerade kurz schreiben. Idiot. Das ist ein Camper. Unkameradschaftlich. Spielende aus Wut. Spielbehinderung. Nee, nee, nee. Also entweder ist das jetzt unkameradschaftlich oder Spielbehinderung. Ich hab das, ne? Nee, nee, das hier, oder? Ach, keine Ahnung, ich schreibe einfach jetzt Camper, ist mir egal. So, ja Leute, da ist auch schon wieder eine Folge vorbei. Wir können auch mal kurz ins Blutnetz reingucken. Was haben wir denn hier so Schönes? Boah. Was? Oh mein Gott, direkt kaufen. Botanisches Wissen. In selten und dann noch Stufe 3. What the fuck? Ich habe mich nur gerade gefragt, wie kriegt man denn diese Lieder? Alter, wie krass. Was ist das? Achso, mit dem Opferhaken. Ich dachte, ich hätte das gekauft. Gekauft vor allem. Henfield. Nee. Dankeschön. Sekundärheilung, das ist auch immer gut. Was ist das denn hier? Ah, das ist auch gut. Hier sind viele gute Sachen bei, aber ich krieg die doch gerade nicht. Wegen diesen schwarzen Dingern da. Jetzt hab ich doch keine Punkte mehr. Ach, ist automatisch jetzt hier. Das ist ja krass. 20% erhöht. Ja, da freue ich mich jetzt aber irgendwie voll. Das ist richtig geil. Ich wollte mal kurz gucken, was hatten wir hier für einen Perk mit dem Ausgang. Wir hatten auf jeden Fall so einen. Da. Aura des Killers für 3 Sekunden. Ach so, wow. Ist ja gar nichts. Selbstfürsorge könnten wir jetzt hier um mal eine andere Stufe bekommen. Oder Entscheidungsschlag. Ja. Botanisches Wissen. Das will ich auf jeden Fall nicht missen, ne? Hat sich jetzt gereimt. Und ich würde sagen, dass wir uns in einer neuen Folge von Dead by Daylight sehen werden. Ich hoffe, ihr viel Spaß beim Zusehen gehabt. Und dann sage ich mal ciao, ciao.